Moin moin und herzlich willkommen schon zur dritten Ausgabe des Rund um die Welt Projektes. Und jo, heute ist mal wieder eine neue Nation dran, aber zuvor besprechen wir noch, wer die 7500 Münzen, die es zu gewinnen gab, gewonnen hat. Und das war niemand. Weil mal wieder niemand etwas in die Kommentare geschrieben hat. Seid ihr wohl zu faul, einfach mal in die Kommentare zu schreiben? Euren PS3-Namen oder PS4, es geht auch, habe ich rausgefunden, und dass ihr sie haben wollt. Mir ist es eigentlich ziemlich egal. Jetzt beginne ich auch gleich mit der neuen Folge. Und das neue Team ist Schweden, das neue Land ist Schweden. Und wir fangen auch gleich an mit der Auswechselbank von den Schweden. Wir haben als zentral defensiven Mittelfeldspieler Pontus Wernbloom von ZSKA Moskau. Der nächste Spieler auf der Auswechselbank ist Melberg, ist ein Innenverteidiger aus Kopenhagen. Dann ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler ist Ekdal aus der ersten italienischen Liga, nämlich von Cagliari. Nächstes ist ein Stürmer aus Rotterdam, oder? Ich glaube schon, dass es Rotterdam ist. Armenteros heißt er. Dann haben wir noch einen Bronzespieler, das ist der Kiese Telin, auch ein Stürmer. Dann haben wir noch einen linken Mittelfeldspieler, das ist Bahui oder so. Und einen rechten Mittelfeldspieler, das ist Mollens. Und jetzt kommen wir zur ersten Elf, zur ersten großen Aufstellung. Im Tor ist Nordfeld. Hat ganz okay, die Werte finde ich ganz gut. Reflexe sind 82, sind sehr gut. Und sonst ist einfach allround alles ganz okay bei denen. So, jetzt zum linken Verteidiger. Unser linker Verteidiger ist ein Silberspieler, das ist Oskar Wendt von Borussia Mönchengladbach. Der linke Innenverteidiger ist Olsson von West Brom aus der BPL. Der rechte Innenverteidiger ist Krankwist, wenn ich den richtig ausspreche. Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Aus der russischen Liga. Und unser rechter Verteidiger ist Lustig. Nicht Peter Lustig, sondern Michael Lustig. Ja, also er ist ziemlich groß, Kopfball 80, aber so schnell ist er jetzt auch nicht für einen Verteidiger. Aber defensiv und Kopfball passt schon mal. Dann habe ich schon gesagt, also die Formation, wo wir spielen, ist eine 4-1-2-1-2 Formation. Und jetzt geht's auch gleich weiter. Heute bin ich ein bisschen verpeilt, sorry for that. Der zentral defensive Mittelfeldspieler von Schweden ist Elm. Spielt auch bei ZSKA Moskau wie Wernbloom. Hier hat ganz okay. Also die Werte sind mal wieder nur teilweise stark. Tempo nicht so gut, aber passen 81 ist schon überragend. Dann ist unser rechter Mittelfeldspieler Bayrami aus, ist es ja Griechenland. Was ist das für ein Panathinaikos Pyreos ist es, oder? Ja, glaub schon. Dann der linke Mittelfeldspieler ist Kacaniklic. Wieder so einer, wo ich nicht weiß, ob ich den so aussprechen soll. Ja, Tempo und Dribbling ist gut, der Rest ist nicht so stark, aber er spielt bei Fulham und das sagt einiges aus. So, der zentrale offensive Mittelfeldspieler ist Toivonen aus der ersten französischen Liga, ja, die haben wir auch dabei, nämlich aus Détroit, Renan oder so, Liga, ja. Nicht so schnell, aber Schuss ist ganz gut. So, jetzt seht ihr schon mal, wen wir da haben. Ne, das seht ihr noch nicht. Wir gehen jetzt erst zum linken Stürmer, das ist Elmander. Spielt auch in der englischen ersten Liga bei Norwich City. Und die Werte sind eigentlich durchgehend ganz gut. Kopfball 77, Schuss 74. Ja, was ein Stürmer braucht, hat der eigentlich. Und jetzt kommen wir zu unserem Topstar der Mannschaft. Ja, vielleicht weiß es schon einer von euch. Wer ist wohl der Topstar aus Schweden? Wer ist wohl der Topstar aus Schweden?
Welches Film ist da? Ich finde ihn. Es ist Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ja, da fragt sich einer, ey, wie kommst du nach Ibra? Wie schaffst du das? Ja, ich habe den gezogen in so einem Gratis-Pack. Das heißt, ich kann ihn nicht verkaufen. Der ist 1,1 Millionen wert, Mensch. Das hat mich schon ein bisschen aufgeregt, aber auch angeregt, mich jetzt um Schweden zu kümmern, weil ich eh schon mal vorhatte, Schweden zu machen. Schweden war jetzt kein Zuschauervorschlag, aber ich finde, Schweden ist sehr interessant. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir gleich zu den Spielen, ne? Bis denne. Und jetzt geht's endlich mal los. Erstes Spiel hier. Spielen wir gegen. Hier kommt hier das mal wieder nach. Die Millionärs. Und ja, das Team sieht ziemlich heftig aus auf dem ersten Blick. Aber Moment, Mikro richten. Auf dem ersten Blick. Aber ich finde, es ist ein Standard-BPL-Team. Was will an Besonderheit in vom Girard im zentralen Mittelfeld. So, wir springen noch gleich rein. Jo, es fängt so an. Sehr gut fängt es an. Dritte Minute. Zlatan Ibrahimovic mit dem Kopfball. Und dann in der 13. Minute kommt mein Gegner mal über Jovetic, der irgendwie, ja, nicht so gut. Verdammt, ich mit einem riesen Patzer. Aber zum Glück geht alles gut. Und das ist ja sehr schön, dass alles gut geht. Und ja. Mein Gegenangriff, Ibrahimovic, haut den Ball über die Latte. Passiert, passiert, passiert. Ja. Und der Gegner, Jovetic. Torwart hält. Und. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Irgendwie habe ich jetzt gerade einen kleinen Schnittfehler. Sorry für das. Aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm. So. Nani auf der Seite, Nani auf Santi Cazorla und der vollstreckt extrem gut und risikobereit. Also er den ins Ecke gefeuert hat, richtig geil. Und dann ich mit einem Riesenpass. Ich kann jetzt immer noch den Kopf schütteln. Warum? Warum? Das darf doch nicht passieren. Ihr seht, 36 Minuten war das und dann ich nochmal mit einem Patzer, aber Gerard kann diese Patzer, ich kann nicht mehr gescheit sprechen, diesen Patzer von mir, jo, von mir nutzen. Und dann auf der Gegenseite Ibrahimovic schießt vorbei, dann Ecke und, nein, es war Olson, glaube ich, Olson mit dem Kopf vorbei am Kasten, dann nochmal bei Rami auf Ibrahimovic, der kommt irgendwie vor, Ibrahimovic, Elmander. Und noch eine Ecke. Diese Ecke wird natürlich gleich ausgeführt. Und zwar von Elm, der flankt rein. Elmander mit dem Kopf, Torwartfehler, ganz klar. 45. Minute. Jo. Da hatte ich nochmal schön Kaklicic oder so. Ich weiß immer noch nicht, wie der heißt. Auf Toivonen, der aber kann den Ball nicht nutzen. 2 zu 2 zur Halbzeit. Ganz interessantes Spiel, auch für mich, auch ein bisschen anstrengend. Auf jeden Fall, es geht auch gleich weiter. Wunderschöner Pass auf Ibrahimovic. Der mit den Heber richtig, richtig geil gemacht. 45. Minute, Zlatan Ibrahimovic. Und dann habe ich gewechselt. Wörneblum und Melberg kamen für Olson und Elm. Und es geht auch gleich richtig packt weiter. Klar, irgendwas, ich kann den Namen immer noch nicht, werde ich die ganze Folge nicht können. Oh Gott. Die ganzen Namen. Ibrahimovic. 77. Minute. 3 zu. Nein, 4 zu 2. Oder? Ja, 4 zu 2. Und dann mein Gegner nochmal mit Santi Cazorla, der richtig aufgedreht war. Santi Cazorla. Jo. 4 zu 3, 85. Spielminute. Und dann gibt's noch die Chance. Die eine Chance. Dudridge, wunderschön auf Santi Cazorla. Santi Cazorla hat das ganze Spiel auf den Schlappen, aber er gibt. Er haut den Ball nicht rein. Und das war's dann auch für dieses Spiel. Zweites Spiel dieser Episode spielen wir gegen Spinelli AC. Jo, das Team sagt zwar nicht so viel, aber ich sag, ihr könnt euch auf etwas vorbereiten. Das war ziemlich heftig für mich. Jo, ihr seht, ich gerate sehr schnell in Rückstand. Und der Rückstand fällt ziemlich höher aus. Schon in der 9. Minute 2-0 Rakitic.
Und es geht auch so weiter, leider. Diego Costa hat den Ball und haut ihn links unten rein. 3-0, 13. Minute. Und dann nochmal ein toller Pass auf Xavi Alonso, der nimmt ihn direkt. Und es war in der 26. Minute. Das ist 4-0 und ich glaube, das sagt schon alles. Es geht natürlich auch so weiter. Diego Costa. Ja, 5-0. Toll. Rückspiel, 28. Minute. Ich weiß nicht, ich war einfach schlecht drauf. Dann mal eine Ecke. Und Elmander kann diese Chance nicht nutzen. Dann Toivonen auf Elmander. 45. Spielminute Elmander. Jo. 5 zu 1. 5 zu 1. 45. Minute. Und das war auch gleichzeitig der Halbzeitstand. Dieses zweite Spiel. Dann wechsle ich Mollens und Ekdal ein. Und die bringen ein bisschen Schwung. Toivonen. Dann mit einem tollen Schuss, aber der Keeper hält den Ball. Dann mein Gegner immer wieder ein Stoppfehler oder so. Rakitic, dem gelingt wirklich alles meinem Gegner. Ich glaube, das waren fast alle Schüsse, waren ein Tor. 51. Minute. Jo. 6 zu 1. Das sagt sehr viel aus. Dann Kaka Niklic. Jawohl, einmal richtig ausgesprochen. Mit in den Ball rein. 53. Minute. Nur noch 6 zu 2. So, Elmander, was los heute? Schuss in der 65. Dann die daraus folgende Ecke Ekdal auf den Kopf von, weiß ich nicht mal genau, hab die richtig hingeguckt, dann Ibrahimovic. Ja, sollte ihn lieber flach schießen, aber Ball kommt zum Glück noch zu Toivonen, 76. Nur noch 3 zu 6. Dann Ibrahimovic in der 90. wieder mit einem ganz ordentlichen Schuss, aber der Keeper holt ihn raus und das war's dann auch für dieses Spiel. Nämlich 6 zu 3 steht es und wir begeben uns auch gleich in das nächste Spiel, in das dritte Spiel für heute. Gegner ist Riff 1900 und das Team ist Riff 1999, glaube ich. Ja, PBL-Team sage ich nur und einer der Standard-Teams, Lennon rechts und so weiter. Toivonen kommt da schön durch, Toivonen immer noch am Ball, Toivonen zieht rein, Toivonen flach rechts unten rein. 4. Minute, dann Oskar Wendt auf Ibrahimovic, der kriegt den Ball nicht ganz unter Kontrolle, aber der Torwart, 8. Spielminute mit einem Fehler. Und dann nochmal Toivonen. Toller Pass auf Elmander. Der zieht in die Mitte rein. Elmander schließt ab 3-0. 9. Minute. Das geht ja richtig los. Und richtig, richtig gut los. So fast wie das letzte Spiel. Aber der Gegner kommt noch mehr im Konter. Kagawa legt ihn einfach in die Mitte ab für Soldado. 3 zu 1. Schön gespielt von meinem Gegner. 13. Minute. So. 20. Minute jetzt. Adebayor. Flanke auf Paulinhos Kopf, aber das war eigentlich eine der einfacheren Aufgaben. Für mich dann nochmal Elmander. Sehr gutes Spiel von ihm, Elmander. Toller Pass auf Kanaklicic oder so, keine Ahnung, ich kann den Namen nicht. Elmander, 24. Spielminute, 4 zu 1. Dann mal wieder Paulinho mit einem Distanzschuss, der geht aber leicht drüber. 4 zu 1 zur Halbzeit. So, die zweite Halbzeit beginnt. 51. Minute. Ibrahimovic. Toller Schuss. Sehr toller Schuss, finde ich. Aber der Keeper hat da nicht so große Probleme, sagen wir mal so. Soldado kommt da irgendwie durch, legt den Ball toll ab. Tarabt. Fast das gleiche Tor wie das andere Tor von meinem Gegner. 55. Minute. 4 zu 2. Dann kommt Armentos für Elmander, der mir sehr gut gefallen hat. Dann mal eine Flanke von, ich glaube, es war Toivonen auf Ibrahimovic. Der kriegt den Ball irgendwie rein mit bisschen Glück und Pfosten. Dann Armenteros mit einer sehr tollen Flanke. Und dann kommt Ibrahimovic mit einem sehr tollen Tor, mit einem Zeitfall, Flugvolley oder wie man das nennen möchte. Dazu habe ich jetzt auch eine andere Zeitlupe eingebaut. Mal so just for fun. Richtig toll gemacht. Und ja, das war es dann auch. 2 zu 6 ging dieses Spiel aus. Und jetzt das letzte Spiel für diese Episode ist gegen Marx 11 oder was XI heißen soll, ich glaube schon 11. Ja, Hybrid-Team sage ich nur dazu. Sieht man auch, Edison Cavani vorne drin und Sturridge und ich fange auch gleich an. Ibrahimovic mit dem Schuss, Ibrahimovic, aber der Keeper kann den harten Schuss halten. Dann Lukas. Kommt er irgendwie durch? Lukas
Kleiner Fehler von meiner Aufnahme und dann Cavani drin. 38. Spielminute. Da habe ich nochmal Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ja. Nicht so gut. Dann der Mann mit dem unaussprechbaren Namen. Toller Pass auf Zlatan Ibrahimovic. Da haut den Ball zum 1-1 rein. Und das ist auch gleichzeitig der Halbzeitstand. Jo, jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Der 56. Spielminute. Toller Pass auf Edinson Cavani. Und der kann's nicht. Toll gehalten von meinem Keeper. Dann kriege ich den Ball nicht weg. Dann kriege ich den Ball wirklich nicht weg. Stadtridge auf Cavani. Dann nochmal toll gehalten von meinem Keeper. Und Gerard hat es sehr leicht. Dann bei Rami kommt an den Ball. Pass in die Mitte. Ibra, Außenpfosten. Und dann nochmal Elmanda. Ibra stand aber im Abseits. Und ich hätte ihn eh vorbeigehauen. So. Teuwonen mit dem Ball auf Ibrahimovic und der haut den Ball an den Pfosten. Sehr ärgerlich. Sehr viel Pech. Es hätte schon 3-2 stehen können. Dann nochmal lustig. Auf Ibrahimovic, der auf Bayrami. Bayrami in die Mitte. Bayrami. Nein. Es wurde nichts. 2-1 geht dieses Spiel aus. Und das bedeutet, ich habe 2 Spiele von den 4 verloren. Daraus lässt sich ziehen. Nee. Ab sofort gibt es keine. Oder es gibt für kurze Zeit pausiert die Belohnung. Es pausiert die Belohnung an Münzen, die ich verschenke. Weil ja niemand bis jetzt. Die 3 Episoden gab es schon niemand, die Münzen haben wollte. Und das lasse ich dann erstmal raus. Bis zu einer Zeit, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu den Statistiken. Und so bei den Statistiken angelangt, sehen wir, dass Ibrahimovic 7 Tore geschossen hat und eine Torvorlage gegeben hat. Man sieht auch links, dass jetzt alle Spieler gespielt haben, also 4 Spiele, dass ich jetzt irgendwie nix, dass nicht immer die Aufnahme abgespackt ist. Dann Elmand hat 4, Toivonen hat 2 Tore und Kakaniklic, so heißt der, hat 1 Tor. Ja, der hat auch ziemlich gut gespielt, finde ich. Dann die Torvorlagen. 3 hat Kakaniklic. Oh Mann. 2 Toivonen. 1 Armentos. Oder so. 1 Elm. 1 Bayrami. 1 Ibrahimovic. 1 Elmann. 1 Mollins. Nein, 0 Mollins. Ich komme da gar nicht hinterher, wenn ich nachkommen ziehe. Gelbe Karten. Rote Karten hatte niemand. Und. Jo. Das war's auch, nicht gespielt haben Bahui und Kiese Telin. So, das wollte ich nur sagen. Und, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Dann gebt doch mal einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Und, yo, jetzt verabschiede ich mich noch mit dem schönsten Tor dieser Episode. Das war natürlich von Ibrahimovic. 3 stehen zur Auswahl, 2-mal Heber und 1-mal der Seitfall Flugvolley. Ich habe mich für einen Heber entschieden, nämlich der Heber im 3. Spiel, oder? Ich weiß nicht genau. Also, Servus, macht's gut und viel Spaß dabei. Jetzt ein weiter Pass. Findet er Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic! Ja, sie lagen hinten, aber jetzt...